Mit dem Bestehen der höheren Fachprüfung mit eidgenössischem Diplom als Verkaufsleiter habe ich die Kompetenz bewiesen, dass ich für eine solche Anstellung auch das Rüstzeug habe und durfte dann rund ein Jahr später die Verkaufsleitung für die ganze Schweiz für ein dediziertes strategisches Geschäftsfeld übernehmen. Für einen erfolgreichen Einstieg nach der Berufslehre ist sicher entscheidend, dass man einen guten Lehrabschluss vorweisen kann. Man muss ein Bewerbungsdossier erstellen mit einem entsprechenden Motivationsschreiben, das auf die Stelle anspricht. Und schließlich würde ich sagen, dass man sich beim ersten Bewerbungsgespräch, wenn man eine Chance erhält, sich möglichst authentisch und natürlich präsentieren und letztlich auch verkaufen muss. Als junger Arbeitnehmer ist es sicher ganz wichtig, dass Sie sich in Ihrem Arbeitsumfeld für die Ereignisse, für die Entwicklungen interessieren. Sie dürfen auch kundtun, was Sie interessiert, was Sie gerne machen. Und Sie sollten sich vor allem auch flexibel zeigen, wenn es gilt, neue Aufgaben oder neue Projekte anzupacken. Dann ist immer von Vorteil, wenn man sich ein gutes Netzwerk aufbaut, Kontakte pflegt, damit auch gute Referenzen hat und damit auch aufmerksam gemacht wird, wenn irgendwo vielleicht eine neue Funktion, eine neue Position in Frage kommen könnte. Gegenwärtig und auch in den nächsten Jahren sind in der Schweizer Wirtschaft vor allem gut qualifizierte Fachkräfte gesucht. Dabei haben wir mit dem dualen Bildungssystem in der Schweiz eine hervorragende Ausgangslage. Absolventen einer Berufslehre haben sehr viele Möglichkeiten, um sich im Bereich der höheren Berufsbildung weiterzubilden. Aktuell gibt es rund 400 Ausbildungen im Bereich Berufsprüfung und höheren Fachprüfungen, etwa 50 Ausbildungen im Bereich der höheren Fachschulen und das in 8 verschiedenen Bereichen. Also das Spektrum ist sehr groß. Nach einem Abschluss mit einem eidgenössischen Fachausweis können dann die Berufsleute natürlich vertiefte fachliche Aufgaben wahrnehmen. Sie können aber auch natürlich dann ihren Vorgesetzten unterstützen. Sie können planerische, konzeptionelle Aufgaben übernehmen. Das heißt also, fachtechnisch haben sie ein vertieftes Wissen und auch im beruflichen Umfeld können sie dann erweiterte, ergänzende, interessante Aufgaben wahrnehmen. In der Regel ist es so, dass mit einem Fachausweis eigentlich im Basiskaderbereich bis mittleren Kaderbereich einer KMU-Unternehmung eine Tätigkeit dann übernommen wird. Bei den höheren Fachprüfungen, die eidgenössischen Diplome, sind die Leute dann im Bereich mittleres bis oberes Kader anzutreffen im KMU-Bereich oder aber auch bei Grossunternehmen dann auf Stufe Abteilungsleitung oder Bereichsleitung. Das persönliche Können und die persönlichen Werte gewinnen eindeutig an Bedeutung für die Zukunft. Dabei ist es ganz wichtig, dass man sich selbst immer wieder aus- und weiterbildet, nicht nur im beruflichen Umfeld, sondern beispielsweise auch Sprachkenntnisse oder was die Sozialkompetenzen betrifft. Damit schaffen Sie sich bestmögliche Voraussetzungen, damit Sie Ihre berufliche Karriere unterstützen können und auf dem Arbeitsmarkt Erfolg haben werden. Eine weitere Herausforderung ist auch die finanzielle Unterstützung für Kursteilnehmer der höheren Berufsbildung. Seit 2009 entrichten ja die Kantone bereits Bildungsbeiträge. Das sind heute etwa 20-40% der Kosten für seine Ausbildung. Aber ich denke, um dieses System noch attraktiver zu machen, hätte es hier noch Luft gegen oben. Aus- und Weiterbildung ist ein zentraler Erfolgsfaktor in der heutigen Berufswelt und deshalb für jeden eine lohnende Investition in seine persönliche, eigene Zukunft.